Stefan Mrospetz war immer wieder sonntags. Regie muss eingreifen. Immer wieder sonntags ist zurück. Und damit auch die Sommerhitparade. Stefan Mross leistete sich nun aber einen groben Fehler. Die Regie schreitet ein. Rost, Stefan Mross, 48, begrüßt auch heute, 23. Juni 2024, wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner Immer wieder Sonntagsarena im Europapark. Nachdem Olaf der Flipper, 78, mit einem Hitmedley für ordentlich Stimmung gesorgt hat, moderiert er die Sommerhitparade an. Doch die Telefonnummern der Kandidaten hat sich Stefan Mross wohl falsch aufgeschrieben. Und leistet sich einen groben Fehler. So grob, dass sogar die Immer wieder Sonntagsregie eingreifen muss. Immer wieder Sonntagsregie muss eingreifen. Stefan Mross bötzt in Live-Sendung. Die Sommerhitparade hat bei Immer wieder Sonntags mittlerweile Tradition. Diesmal stellt sich Herausforderer Lex Wolf Michi Kaiser, dem Gewinner vom vergangenen Sonntag, ein waschechtes Österreich-Duell. Doch um für ihren Favoriten anrufen zu können, brauchen die Zuschauer natürlich erstmal die Telefonnummern und die jeweiligen Endziffern. Bannen, Notaufnahme, Emotionen, die unvergesslichsten Immer wieder Sonntagsmomente. Stefan Mross bötzt hier allerdings gewaltig und vertauscht die Endziffern der zwei Kandidaten. Die ARD-Zuschauer sehen zwar das richtige Bild mit der richtigen Bauchbinde, hören allerdings die falschen Endziffern. Für die Kandidaten fatal, denn so würden die Anrufe auf das falsche Konto gehen. Die Immer wieder Sonntagsregie erkennt den Fehler von Stefan Mross allerdings sofort, schreitet innerhalb von Sekunden an und unterbricht ihn mitten in seiner Moderation. Immer wieder Sonntagsbanne, Stefan Mross vertauscht Entziffern der Sommerhitparade-Kandidaten. Bitte schön, die Regie? Fragt Stefan Mross nochmal nach. Für den Michel die 2, bitte. Und für den Lex die 1. So die Durchsage vom ARD-Team. Ach so, antwortet Stefan Mross verdattern. Dann drehen wir das halt mal um. Aha, ist mal etwas anderes. Das Publikum bricht ein Gelächter aus und auch die Kandidaten scheinen Stefan Mross den Zahlendreher nicht übel zu nehmen. Und lächeln weiterhin in die Kamera. Also dann kriegt der Lex halt die Nummer 1, korrigiert er sich. Liebe Grüße in die Regie. Da gibt es jetzt erstmal einen riesigen Applaus, dass die aufgepasst haben. Ja, es muss alles mit rechten Dingen zugehen. Bedankt sich Stefan Mross nochmal bei seinem Team. Mit den richtigen Endziffern treten die beiden Kandidaten der Sommerhitparade dann schließlich auf und begeistern das Publikum. Apropos Stefan Mross, in Eva Luginger hat Stefan Mross seine große Liebe gefunden. Musikalisch wird sich das allerdings nicht niederschlagen. Das enthüllt der Immer wieder Sonntagsmoderator jetzt. Verwendete Quellen, ARD Immer wieder Sonntags, Folge vom 23. Juni 2024.